So, Hallihallöchen, Hans Petty hier und willkommen zurück zu Let's Play Outpath. Zu, ja, einem sehr erhöhten Suchtfaktor. Wir brauchen 15 Kupferdinger. 2400 können wir uns leisten. Machen wir erweitern. Dann expand Island to the Maximum. Okay, wir sind durch. Erst nochmal so ein Orangen- und Bärenmus. Und dann böllern wir auch hier wieder durchs Geschehen. Während wir das tun, schauen wir mal langsam nach dem letzten Inselabschnitt, was es da für uns gibt. Ich glaube, das... Nee, ist nicht da hinten. Doch, ist... Hat sich da hinten noch was getan? Ich weiß nicht, hier liegt überall unser Zeug rum. Schwer da durchzublicken. Das Ei nehmen wir noch mit. Oh, es gibt richtig viele Fasern. Toll. Toll, toll, toll. Der Huhn, das wird irgendwann respawnen. Ja, da habe ich jetzt nicht so viel Mitleid. Theoretisch können wir uns auch so eine zweite Werkbank schon machen, dass wir das Bärenvorkommen ausschöpfen und uns damit Moos vollklatschen. Oh Gott. Stimmt, ich will mal probieren, was passiert, wenn man runterfällt. Destroy 500 Resources. Ich habe eingestellt, dass ihr jetzt auch die Steam Achievements seht. Was passiert, wenn wir runterfallen? Wir können schwimmen. Gut, toll. Schwimmen und klettern. Perfekt. Okay, also ist kein Instant Death oder gibt irgendwie Schaden. Dann... Oh, 230. Gib uns richtig gute Belohnungen. Autoklick habe ich übrigens nicht an. Die Selbstfolter gebe ich mir. 250 dieser... Ich nenne es... Ich weiß nicht, ob es Erfahrungspunkte sind oder Währungen. Im Prinzip irgendwie beides. Also, ja, dieser Punkt da oben. So, Bären nehmen wir auch wieder mit. Ja, wir machen uns eine zweite Werkbank. Dann klatsche ich mich voll mit... Ne, Forschungstisch bringt's nicht, da noch einen zu machen. Aber... Ah, hier ist das Ding zu nah. Wieso kann ich's denn... Warte, machen wir's halt hier drüben. Bären... Maximal... Wir haben gar nicht so viel gesammelt, ich dachte, wir hätten mehr. Ihr habt aufgehört zu wackeln, das heißt, ihr seid durch. Ziegel, jetzt machen wir das mal maximal. Ziegel, du hast dein Glas fast fertig. Fleisch, ja, warum nicht? Und dann... Aber wir können nicht essen und hacken gleichzeitig. Irgendwann kriegen wir was Leckeres als einfach nur die Fasern. Achso, ich wollte ja durchrushen, genau. Also Bären einmal reinklatschen, Orangenmus und Fleisch. Und dann würde ich sagen, das Fleisch zählt quasi nicht mehr dazu. Zumindest wird da kein Buff angezeigt. Oh Gott, da ist ja auch noch richtig viele Steinquellen hier oben. Aber ich glaube, was Neues gibt es hier nicht mehr auf dem Land. Wir haben schon so quasi alles entdeckt, was es gibt. Müssen wir noch einsammeln. Oh ja. Oh, perfekt. Wir haben unseren Buff. Da jetzt durchböllern. Schön. Destroy 5 Shinies. Mit dem größten Vergnügen haben wir dies getan. Dann klatschen wir den nächsten Bärenmus rein. Und einfach durch die ganze Menge.
Ja, mitgedrückt halten. Vielleicht finden wir es auch gleich schon. So, da hinten waren wir noch gar... Oh Gott, ja, ich sehe schon zwei Bücher. Top. Was haben wir hier? 20% schnelleres Auftauchen von Fischen. Ist okay, nehmen wir mit. Brauchen wir zwar noch nicht, aber... Ich weiß nicht, ob die Skills hier random verteilt werden. In Forager hatte man ja so wirklich ein Skill-Tree, wo man sich entscheiden konnte, was man denn jetzt möchte. Und ich weiß nicht, ob die Bücher hier fest oder sehr variabel sind. Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, das ist cool. Der 8. Skill schon. Wir können tatsächlich klettern, wie wir wollen. So, was eine tolle Aussicht. Gleich wird es auch wieder Tag. So ein bisschen Minecraft-Feeling gibt mir das Ganze auch. Oder generell so ein Gefühl der Nostalgie irgendwie. Auch wenn dieses Spiel sich sehr, sehr viel schneller und hastiger spielt. Also klar, man könnte jetzt auch... Ja, Casual Gaming. Hier so ein paar Mal klicken. Schön. Man hat keine... Theoretisch keinen Zeitdruck. Aber... Ich will schon durchböllern. Es respawnt auch sehr schnell. Ich glaube, sorry, dass ich so viele Vergleiche zu Forager ziehe, aber das ist so der beste Vergleichspunkt, den ich hier aufbauen kann. Ich glaube, in Forager ist es nicht so schnell gespawnt. Beziehungsweise musste man vielleicht auch weiter weggehen, dass es respawnt. Hier respawnt es richtig schnell direkt vor deiner Nase. Also ja, in Forager musste es auch zwangsläufig, weil am Anfang die Insel natürlich recht klein ist. Ich meine, es hat dann auch abgenommen. Ich kann mich aber auch täuschen, ja. Das ist nur die subjektive Meinung, die ich noch so mir gemerkt habe. Oder so kam es mir vor. Alles klar, wir essen wieder unsere geilen Sachen, weil wir jetzt zu den eher doch länger dauernden Steinen kommen. Und dann schauen wir mal, ob wir in diesem, zumindest im nächsten Part, dann auf die nächste Insel kommen. Wo wir dann auch natürlich noch ein bisschen mehr Zeug abbauen. So, nehmen wir hier noch die Sachen mit. Yes! Die verschwinden echt, als wäre es nix. Hier drüben noch, bevor die 8 Sekunden vorbei sind. So, der Rest ist dann wieder ein bisschen langsamer, angenehmer. Ich weiß auch nicht, ob die Inseln zufallsgeneriert sind oder ob die für jeden Spieler gleich sind. Wie viel Holz haben wir denn jetzt wieder? 81. Wir haben bald wieder Hunger. Aber auch schon gut wieder was geschafft. Bleib hier. Okay, die Hühner müssen schon so eine Weile gespawnt sein, dass man sie streicheln kann für das Ei. Die 3 Ziegel sind gleich durch. Das ist gut. Dann können wir doch an der Forschungsbank schon was machen. Kupfer haben wir, Ziegel haben wir schon, Glas haben wir noch nicht so viel. Glas können wir noch ein bisschen machen. Fleisch macht 2 zusätzlichen Klickschaden. Die Brühe macht auch 2. Okay, ist egal, was wir davon machen.
verbrauchst keine Ausdauer beim Aufbrechen von Ressourcen und Kreaturen. Ja, ist okay. Was können wir hier noch herstellen? Nochmal die... Ne, von den Bären haben wir nicht so viel, aber wir können nochmal schön den Orangenmus reinklatschen. Gut. Amboss, Forschung, Mama. Ach, das braucht jetzt seine Zeit. Aber wir können es ein bisschen hinlegen, stimmt. Und einmal wirklich voll nähren. So. Top. Die Hälfte haben wir schon. Oder lohnt sich doch eine zweite Forschungswerkbank? Ich meine, die wird man ja irgendwann auch wieder zerstören können, wenn man sie nicht mehr braucht, oder? Wird ja nicht auf ewig da stehen bleiben. Wir haben jetzt auch richtig viele Punkte. Schon. Ich glaube, ich hack viel zu viel ab. Wir hätten dann eigentlich schon echt längst ins nächste Gebiet gehen können. Neues Rezept freigeschaltet. Okay, das heißt wohl... Das ist durch. Genau. Was bist du? Brecher. Bricht nahe Ressourcen auf 5 Meter. Ach so, dass es automatisch macht. 800. Ja, mach mal. Das warte, machen wir doch ein zweites. Vielleicht bringt's was. Kommen wir hier hinten. Und fortgeschrittene Gegenstände, Spinnrad. Ja gut, wichtige Briefe, verstehe ich. Können uns, glaube ich, eh fast alles leisten, was wir machen wollen. Wir haben kaum Sand. Aber wir können Fett-Kupferbarren noch machen. Dann bist du für Kupfer verantwortlich. So ein bisschen Kohle. 11? Ja, mach mal. Dann habt ihr was zu tun. Genau. Schön. Bleibt noch hier, weil wir brauchen Lederglühwürmchen. Insgesamt 15 Kupferbarren. Wie viel haben wir denn? Haben wir 15? Ja. Gut. Ja, wird nächster Part, wo wir dann ins nächste Gebiet kommen. Die Schnecke versteckt sich hier voll im Eck, aber die bleibt da auch. Neues Rezept freigeschaltet. Komm her, komm her. Dann... Fähigkeiten mit Credits zu verbessern? Ja! Okay, Credits ist die Währung hier oben. Sammelnetz für ein bisschen Fische. Wir haben zwar keine Fäden. Magische Gegenstände schlechter. Tötet Kreaturen. Machen wir die fortgeschrittenen Gegenstände. Dann haben wir doch noch nicht genug Credits. Da müssen wir mehr abgehen. Eigentlich kann ich nochmal hier loslegen. Alles schön abbauen. Für die Ressourcen und die Credits. Ich könnte mir so vorstellen, Wächter, was halt die Ressourcen abbaut, hier oben, gerade hier so richtig schön hinstellen zu können. Damit dann immer wieder so Kupfer, Stein und Bronze. Kupfer, Stein und Kohle herbringt. Oder hier, hier wäre auch nicht. Je nachdem, wie viel 5 Meter in dem Spiel sind. Ja. Ich finde, das ist schwer einzuschätzen. Und natürlich ist auch die Höhe wichtig. Wo zählen denn die 5 Meter ab welcher Höhe? Ja, sehen wir dann. Sehen wir dann. So, neues Rezept. Ach, es erweitert sich trotzdem immer mehr. Aber ich glaube, wir sind hier auf der ersten Insel ein bisschen eingeschränkt. Was wir machen können. Höhleneingang. Ja. Klingt cool. Machen wir. Und da sind wir gerade schon dran. Und da machen wir noch das Spinnrad oder so.
Ja. Wir können alles machen. Nee, doch nicht. Also, ja, unsere Credit Points neigen sich dem Ende zu. Und cool, wir müssen mehr sammeln. Also die Kupfervorkommen geben 35. Schon mal sehr gut. Oh, das war's schon. Das ging schnell mit dem Rezept gerade. Kohle gibt 25 Coins. Ist auch schon mal sehr gut. Monster sind bisher noch keine gekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt am der Insel liegt, dass sie jetzt eher für Einsteiger ist und so. Wir haben 25 Kreaturen getötet. Durch unsere Hand gestorben. Oh, da hinten ist aber auch ein sehr schönes Vorkommen da. Gehe ich doch glatt mal in die Richtung hin. Oh ne, Orange Mousse hält noch. Dankeschön, Dankeschön. Schöne Punkte. Wir brauchen die. Danke. Hier oben, was haben wir hier noch versteckt? Bärenbusch brauchen wir auch. Ja, ich glaube am besten sind gerade echt die Steinvorkommen. Also die generellen Mineralvorkommen. Steine jetzt nicht zwangsläufig. Steine, wobei Steine geben auch 20. Und das nächste Rezept ist auch frei. Wir sind hier auch fast fertig. Ein paar Sekunden hält es noch an. Nutzen wir aus. Schönes Ding. So. Dann haben wir noch den Inschriftentisch. Und 1250, 1400. Wir müssen uns entscheiden. Der fängt Insekten. Das sammelt Gegenstände aus dem Meer. Wir haben keinen Faden. Deswegen machen wir mal das. Ja. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Briefkasten. Vielleicht Kompost machen wir hier am Arsch der Welt. Dafür werden wir wahrscheinlich nur einen brauchen. Vorläufig vielleicht. Höhleneingang. Direkt hier hinten. Enter Cave. Es ist super still. Oh, wir haben aber Gold. Nee, Bernstein. Okay. Warum freue ich mich darüber mehr? Ich weiß es nicht. Oh, großer Stein ist ein bisschen heftig. Den will ich mit der, was haben wir? Feuersteinspitzhacke. Noch nicht unbedingt wegbrechen. Aber wenn wir jetzt noch so ein bisschen 1500 Credits sammeln, können wir auch echt die letzte Erweiterung erforschen. Und so lange wird das wohl nicht dauern. Aber wir machen den Part bald zu Ende. Die Dinger wachsen auch an der Wand, okay. Ich meine, ja, ist klar, ne? Ist eine Mine. Die sind eigentlich überall. Habe ich nur irgendwie bei dem Spiel nicht erwartet. Ich weiß nicht warum. Nochmal ein neues Rezept. Wie viele Punkte gibt Bernstein? 50 waren es, ne? Ja. Und wir können uns aber unsere eigenen Fähigkeiten jetzt verbessern. Regnet's? Wir schauen gleich mal raus. Dann wäre Schlafen echt bescheuert. Es regnet tatsächlich. Dann schlafen wir im Regen. Cool.
Ja, dann würde ich sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hanse Peter. Ciao.